Hallo und willkommen zu unserem heutigen Start unseren neuen Let's Plays mit mir alleine, und zwar Homesick. Wir haben ja gestern Ad Infinitum zu Ende gespielt. Auch, so wie es momentan aussieht, wird sich auch leider wegen Desinteresse auf dem Kanal werden wir wahrscheinlich also auch Starfield nicht weiterspielen. Das wird dann noch einmal nächste Woche aufgenommen und wird dann geendet. Seitdem das Blatt wendet sich da noch, dann würden wir es weiterspielen. Und deswegen dann direkt diese Woche wieder der Start von dem nächsten Let's Play, worin wir uns versuchen werden, und zwar in Homesick. Ich hoffe, das kommt dann jetzt mal besser an. Jagged Alliance ist ja ganz gut angekommen. Bei Homesick handelt es sich zu dem Nachfolger von Endzone. Das haben wir ja hier schon auf dem Kanal. Oder besser gesagt, das hat der Max ja hier auf dem Kanal schon gespielt. Und Homesick ist also der Nachfolger davon. Und ich bin mal gespannt, in welchen Punkten das Ganze sich hier ändert. Und wie es sich so spielt. Weil ich hätte Endzone, habe ich ja damals auch schon gesagt, am liebsten eigentlich selber gespielt. Aber da fehlte mir einfach die Zeit zu. Und deswegen hatte das der Max gespielt. Aber vielleicht hole ich das auch noch nach. Vielleicht spiele ich dann auch, wenn ihr das hier mögt. Ja, vielleicht steigen wir dann auch mal bei Endzone ein und spielen das auch noch. So, aber jetzt starten wir mal das Spiel. Gut, Überlebenskampagne, Teil 1. Ein von 5 Kapiteln freischalten. Okay. Okay, wo ist denn der Unterschied hier bei den Buttons? Überlebenskampagne, einzelner Kapitel und irgendetwas anderes. Spiel die gesamte Kampagne in eins durch und behalte diesen Fortschritt. Okay, einzelner Kapitel. Okay, ah, da ist der Unterschied. Weiß ich nicht, warum man das trennt, aber okay. Hat wahrscheinlich seinen Grund. Kapitel 1. Durst. Bei Anblick der Unwirtschaftlichkeit des potenziellen Lagers sind wir kurz davor, mit eingezogenem Schwanz in unseren Schutzbunker zurückzukehren. Aber es gibt 2 flache Brunnen und bei weiteren Erkundungen entdecken wir ein paar spärliche Bärensträucher und Schrotthaufen. Dort ist zwar den Elementen ausgesetzt, verfügt aber über die Grundvoraussetzungen hier zu schaffen. Ich mache Mittel natürlich, wie immer. Die Survival-Kampagne ist ein Herausforderer-Modus in Homesick, bei dem du die gesamte Kampagne spielst und deinen Fortschritt von einem Kapitel zum nächsten beibehältst. Du erhältst deine Bürger, Technologien und Gesetze. In jedem Kapitel hast du die Möglichkeit, Orte zu erkunden, die du in den vorherigen Kapiteln möglicherweise nicht erkundet hast, sofern vorhanden. Na gut. Klingt interessant. Ist also ein bisschen anders aufgebaut als andere Aufbaustrategiespiele. Ja, meistens einfach nur einzelne Kapitel ist, man fängt immer wieder von vorne an. Das scheint hier so ein bisschen anders zu sein. Ne? Gucken, ob dem ja auch so ist. Okay. Kapitel 1. Teil 1. Durst. Grafisch schon mal sehr nice. Überraschend gut. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Das sieht schon sehr nett aus. Ah, okay, da ist unser Startpunkt. Okay. Da ist wahrscheinlich Wasser, da wo die blaue Flagge weht. Achso, ich wollte schon sagen, müssen wir das abbrechen oder passiert noch was? Ein neuer Anfang. Unsere wenigen Habseligkeiten sind endlich ausgepackt. Jetzt wird es Zeit, alles Nötige für unser Überleben zu beschaffen. Unsere erste Priorität ist die Sicherung von Nahrung, Wasser und Unterschlüpfen. Aber das wird nicht einfach. Wir sind aber alle hochmotiviert und bereit, mitzuhelfen. Okay. Lebensblut. Unsere Gemeinde braucht eine neue Trinkwasserquelle. Wir müssen etwas bauen, mit dem wir das Wasser am Grunde unserer provisorischen Brunnen erreichen. Zu allen Übel sind auch noch unsere abgepackten Rationen aufgebaut. Wir müssen das Risiko eingehen und das verzehren, was wir draußen finden können. Baue eine Wasserextraktionsanlage und einen Wasserspeicher und verbinde sie miteinander. Baue ein Nahrungslager in der Nähe eines Bärenstrauchs und verbinde es mit ihm. Okay.
Dies sind deine Ressourcen. Es gibt vier verschiedene Arten Wasser. Im Laufe des Spiels wirst du lernen, eine Art Wasser in die andere umzuwandeln. Ah, okay. Das heißt... Ah ja, ich sehe schon. Das ist wahrscheinlich verstrahlt, soll das sein. Das ist also alles... das normale, saubere Wasser ist quasi nur das mit dem Blau. Und das andere ist halt wahrscheinlich irgendwie vergiftet. Das ist verstrahlt. Das ist vielleicht mit Viren belegt oder irgend sowas. Werden wir sehen. So, das UI sieht schon ein bisschen billig aus eigentlich. Da ist ein Schrotthaufen, da ist ein Brunnen. So, wie bauen wir jetzt? Sammlung und Umwandlung. Wasserinteraktionsanlage, okay. Und jetzt? Im Bau. 0%. Okay, warum 0%? Kann man hier irgendwie... Lagerung, Verteilung, Lebensqualität, Fortschritt und Wachstum. Okay. Ah, jetzt baut er, bauen sie dran. Okay, alles klar. Wasserspeicher. Heißt, das eine ist Eingang, das andere ist Ausgang? Oder wie drehe ich das? Ich wollte drehen. R, okay. Das hier so bauen? Oder mache ich jetzt mein Lager kaputt? Verbindung. Um zwei Gebäude miteinander zu verbinden, öffne den zweiten Reiter eines Gebäudes. Klicke auf das Symbol Plus und wähle das Gebäude aus, dem du verbinden möchtest. Bei Wasserverbindung musst du außerdem die Qualität des Wassers auswählen. Okay, das ging. Das bisschen zählt weniger, aber es ging. Keine Ahnung, ob die dann automatisch die Zelte wieder nachbauen. So. Kritisches Problem. Arbeitskräfte zuweisen. So. Verbindungen. Plus. Wasserspeicher. Sauberes Wasser deckt die Bedürfnisse der Bevölkerung. Ich weiß nicht, ob ihr das gut hört, weil ich habe das Gefühl, das Spiel ist zu laut. Optionen. Lautstärke. Machen es was leiser. Machen die Musik dafür wieder etwas lauter. Oh. Alter. Ich glaube, jetzt ist es besser, ne? Ah, wir sehen es. Also. Ah ja, okay. Da sieht man, wie es verbindet. Ah, okay. Das hier. So. Bau ein Nahrungslager in der Nähe eines Bärenstrauchs. Ein Bärenstrauch ist ja hier. Nahrungslager. Lebensblut abgeschlossen. Unsere Gemeinde braucht eine neue Trinkwasserquelle. Okay, das ist also... Ja. Täglicher Bedarf. Ein Tag noch. Wir müssen genügend Ressourcen für alle sichern. Weise dafür den Wasserextraktionslager und den damit verbundenen Bärenstrauch Arbeitskräfte zu. Denk daran, dass jede Person täglich 2 Einheiten Nahrung
50 Einheiten Nahrung und 50 Einheiten Wasser benötigt. Du hast außerdem mehr Schrott. Wenn also weise den Schrotthaufen ebenfalls ein paar Arbeitskräfte zu. Okay. So, das heißt, eine... Okay, die Verbindung hat er anscheinend automatisch gemacht, weil hier steht ja Nahrungslager. Das Nahrungslager ist im Bau. Genau. Und da wir ja noch Schrott brauchen, hat er gesagt, sollen wir auch Schrott abbauen. Aber ich glaube, wir warten jetzt erstmal ab, bis der fertig ist, hier mit dem Nahrungslager zu bauen. Bevor wir jetzt anfangen, Schrott zu sammeln. Wasserproduktion funktioniert. Es war vergiftetes Wasser, vermute ich mal. So, haben wir noch mehr Bären? Sträucher. Ah, da ist noch ein Bärenstrauch. Okay. Ah, ist aber nicht, anscheinend nicht in der Reichweite. Okay, da waren wir natürlich doof. Dann hätten wir besser da oben gebaut. Aber egal. So. Sehe ich denn, wie viele Mitarbeiter ich habe? Unzureichende Häuser. Haus. Ah, da brauche ich erstmal 350 irgendwas für. Und da brauche ich 300 für. Okay. Ah, 9 von 15 sind beschäftigt. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt, sag ich mal, unsere Schrottproduktion erhöhe, damit wir noch was bauen können, also wir haben ein 3 und nochmal 6 und 9 sind beschäftigt. Warum steht denn da 6? Ah, weil die noch nicht angekommen sind. Das war deswegen wahrscheinlich. Wasser läuft gut, Schrott läuft auch gut. Ah, das heißt also, 5 sind noch frei. Also können wir ruhig hier nochmal hochsetzen. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
So, jetzt heißt es abwarten. So, fertig. Das heißt, ich kann jetzt... Nee, halt. Nahrungslager. Dann kann ich da hier nochmal Nahrungslager bauen. Ein bisschen mittig. Ja, kann das nochmal drehen. Und schon geht's los. Die letzten zwei übrigen Mitarbeiter müssen jetzt natürlich erstmal hier anfangen zu bauen. Also Wasser, glaube ich, kriegen wir locker genug zusammen. Da sind wir ja schon gut dabei. Schrott sind wir auch gut dabei. Aber ich glaube, die Lebensmittelproduktion, die hinkt hinterher. Also da müssen wir dran kurbeln. Aber dafür brauchen wir ja noch ein Nahrungslager. Ein bisschen schade finde ich, dass es keine echten Animationen gibt. Was das Bauen von diesen Gebäuden betrifft, das ist so ein bisschen sehr einfach gehalten. Ankunft, merkwürdiger Einödler. Eine Gruppe merkwürdiger Einödler steht vor unserer Tür und möchte zu uns augenscheinlich anschließen, sich uns anhören. Sie sprechen mit einem seltsamen Akzent und sie scheinen nicht aus denselben Schutzbunker zu kommen wie wir. Sie müssen es irgendwie geschafft haben, in den ganzen Jahren auf der Oberfläche zu überleben. Sie haben etwas Nahrung und Wasser mitgebracht, um uns von ihren guten Absichten zu überzeugen. Würde ich sagen, wir stimmen zu. So, Bauerhäuser. Okay, überfüllt. Unsere Bevölkerung ist so stark gewachsen, dass wir unbedingt Behausung für unsere Neuankömmlinge brauchen. Eigentlich würde unsere ganze Gemeinschaft von Häusern profitieren, in denen sie sich ausruhen können. Wenn wir das Problem nicht bald lösen, wird uns die erschöpfende Arbeit immer mehr zusetzen. Okay. Gut, das können wir aber auch ruhig machen, weil wir haben ja schon Schrott genug und wir haben Wasser genug. So, das heißt, wir können ruhig ein Haus bauen. Das sollten wir vielleicht auch ganz recht zentral machen. So. Haus Nummer 1. Haben wir jetzt auch wieder ein paar Arbeiter mehr zur Verfügung. So, Nahrungslager ist fertig. Ich glaube, wir haben ja noch Mitarbeiter genug. Wir können ruhig die Produktion noch ein bisschen pushen. Ah, das ist, glaube ich, wieder zu viel. Wir gehen mal auf 3 hoch. Weil Wasser haben wir ja schon, Schrott haben wir schon.
Nahrung steigt jetzt auch zügig. Jetzt abends oder was? Ich glaube ja. Musik ist cool. Ja, ist tatsächlich so, nachts wird nicht produziert, okay? Aber gebaut. Das heißt, wir können jetzt ruhig auch das letzte Haus noch bauen. Also jetzt haben wir hier noch ein Haus. Das heißt, jetzt müssen wir noch ein Haus bauen. Dann haben wir die Mission schon mal erledigt. Ja, geht doch zügig von der Hand. Überfüllt, abgeschlossen. Jawohl. Gut, dann würde ich sagen, dann kann ich für die Bärenproduktion nochmal einen Mann mehr abstellen, weil ich brauche ja jetzt momentan nichts zum Bauen. Es geht ja jetzt nur noch genügend Nahrung zusammenzukriegen. Ja. Und damit haben wir eigentlich schon die erste Folge beendet. Ja, aber immerhin. Wir haben schon mal eine Wasserproduktion, wir haben eine Nahrungsproduktion, wir haben eine Mission überfüllt, wir haben Leute dazu gewonnen, wir haben schon 24 Einwohner in der kurzen Zeit. Ja, läuft. Also von daher, ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.